Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen auf den deutschen Star Wars Bad von 2 Kanal und heute, endlich ist es soweit, Leute, nehmen wir endlich Geonosis auseinander, nämlich das erste How to Play, beziehungsweise auch für mich, oder halt natürlich das erste Tipps und Tricks Video, aber das richtige Tipps und Tricks Video, ja, das kommt ja noch. Ich muss dieses Video ein bisschen geheim halten, damit die ja nicht gespoilert werden, das war schon so ein bisschen hart und ja, es ist soweit, Leute. Wir nehmen jetzt Geonosis vor und lasst natürlich eine Bewertung da, ja. Ob euch das Video gefällt, Daumen nach oben. Ob euch das Video nicht gefällt, Daumen nach unten. Und Frage des Tages, ganz klar, Leute. Ganz klar. Geonosis. Seid ihr richtig gehypt auf Geonosis? Oder seid ihr mehr gehypt auf Obi-Wan? Oder seid ihr mehr gehypt auf die Skins? Es kommt so viel Content, kommt morgen. Ich werde noch dazu ein Video machen, was dann alles erscheint, ja. Oder erschienen ist dann morgen. So, wir schauen uns erstmal jetzt das Gameplay an. Das Gameplay ist von Battlefront Frankreich, Leute. Der Link zu dem Video ist natürlich in der Beschreibung. Wer sich das Ganze anschauen will ohne Commentary, kann das gerne machen. Und jawohl, das ist es jetzt hier, Leute. Es ist mega geil. Jetzt nehmen wir es hier auseinander. Natürlich im Französisch ein paar Titel hier, ein paar Sätze geschrieben. Aber das macht nichts. Also wie ihr seht, Leute, gleich am Anfang gibt es zwei Bereiche. Gleich zwei Terminal zum einen. Rechts das Terminal, links das Terminal. Und ihr müsst euch entscheiden, wo ihr langläuft. Es ist eigentlich relativ egal, weil das unterscheidet sich nicht so krass. Aber wie ihr wisst, ist das 20 gegen 20. Ja, da könnte schon einiges auf uns zukommen. Das erinnert mich so ein bisschen an Endor, wobei man Endor nicht ganz vergleichen kann, weil Endor hat noch in der Mitte, ja, ein Terminal, was man dann überbrücken soll. Aber hier gibt es nur zwei Bereiche zum Überbrücken. Was heißt nur, die Map ist riesig, das werdet ihr gleich noch sehen. Deswegen gleich mal reinlaufen, Kampfschild an und überbrücken, jawohl. So kann es natürlich gehen. Ihr könnt natürlich mit Freunden spielen, dass er Truppschild mitbringt. Ne, es gibt so viele Variationen, wie man spielen kann und das einnehmen kann. Das Beste ist natürlich, ja, Geschütz, Kampfschild, Truppschild und einfach mal mit Kumpels, die in Deckung gehen, euch mal Bescheid sagen, wenn da wo ein Gegner kommt. Ihr müsst aufpassen auf die Sniper. Also ich sag mal so, auf dem rechten Bereich ist es mehr auf, ja, lange Distanz sieht man ja so. Er wird gleich auf den linken Bereich gehen. Deswegen habe ich das Gameplay genommen, weil ich das gut finde. Ja, diesen Bereich hat er schon eingenommen, hat gut geklappt. Ich finde, wenn man das Spiel mit Freunden spielt, kann das richtig viel Spaß machen. Da kann man dann richtig gut auch einnehmen. So, was macht er jetzt? Er läuft nach links, natürlich. Da wird er erstmal schauen, was da abgeht. Seine Kumpel, seine Teamkameraden laufen ja auch nach links. Sehr, sehr zielorientiertes Gameplay. Das liebe ich ja am meisten, wenn die Leute auf Sieg spielen. Natürlich sollte ein Gameplay nicht innerhalb von 2, 3, 4, 5, 6 Minuten zu Ende sein. Man sollte natürlich schon ein paar Minuten Spaß haben am Gameplay, am Spiel. Und dann kann man natürlich den Sieg nach Hause einfahren. Ja. Rangaufstieg, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ihr seht es, Leute. Die schwere Klasse ist ziemlich gut für die erste Phase. Zumindest das Kampfschild kann man gut gebrauchen, wenn man ein Terminal einnimmt. Und die Waffe ist natürlich auch ganz gut. Kontaktgranate mit 200% Leben hält man natürlich mehr aus. Und so kann er es natürlich dann auch einnehmen. Jetzt muss er natürlich aufpassen, dass keiner kommt. Hier seht ihr übrigens schon das ATTI auf der linken Seite gleich neben dem Terminal. Das könnt ihr natürlich dann gleich überbrücken und dann einnehmen. So. Tode werden rausgeschnitten, hat er sehr gut gemacht. Ich persönlich mache das auch. Ich weiß nicht, wie die anderen das so machen. Also der hat das zumindest gut gemacht. Tode rausschneiden, weil das, ich finde das langweilig, diese 10 Sekunden Sequenz, bis man wartet, bis man ein Spiel einsteigt. Deswegen schneide ich auch meine Tode raus, falls es geht. Falls es nicht geht, muss ich ja drin lassen. So, Barkspeeder Action, Leute. Da sind wir schon bei der nächsten Phase. Und die Frage ist, was nimmt man da? Kurzes Barkspeeder Gameplay tatsächlich. Ich habe das Gameplay schon wieder vergessen. Naja. Okay, dann eben kein Bugs. Wir machen weiter mit der Sniper-Action. Also ich könnte euch empfehlen, dass ihr mit einem Fahrzeug auch rumfährt, aber fährt nicht einfach schnurstracks durch die Mitte. Ja, die Gegner sehen euch und dann werdet ihr heftig attackiert. Und wenn ihr vor Rush, so wie der Kollege hier, dann müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht einfach so durch die Mitte, wie gesagt, wie beim Fahrzeug einfach durchrusht, so ein bisschen hier die Hügel, ein bisschen die Felsen so ausnutzt, die ja... Ich sag mal, das ganze Spielumfeld hier ein bisschen ausnutzt und guckt, wo die Gegner sind. Auch Snipen sehr, sehr zu empfehlen, Leute, falls das euer Ding ist. Ansonsten würde ich die Angriffsklasse empfehlen, die EL16 HFE. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut, finde ich, mit der Angriffsklasse. Da kann man auch gut snipen. Und jetzt schreibt nicht in die Kommentare die S5 zum Snipen. Nee, 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 das geht so nicht mehr mit der S5. Das wird ab morgen gepatcht. Da könnt ihr nicht mal mit der S5 snipen.
Ja, auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, NT ist eine gute Variante. Die erste Sniper finde ich immer noch gut, obwohl die ja einige nicht mögen. Die IQA ist übrigens nicht mein Ding. Ich finde die ja nicht so schön. Und ja, man muss selber für sich entscheiden. Ich finde die A82 CFE eine richtig geile Waffe, aber die ist halt so, ich sag mal so, mit der Burst-Variante, mit der Salvenmodus halt besser. So wie ihr seht, hat man die volle Kontrolle, wenn man snipet. Man könnte natürlich auch ein Fernglas mitnehmen, die Gegner spotten, was ich jedem auch empfehlen würde, der mit Kumpel zockt. Nimmt das Fernglas, nimmt die anderen Sternkarten auch mal, testet die Sternkarten, vielleicht ist es ja was für euch. Ich möchte auch in Zukunft auch mal andere Sternkarten testen und einfach auch mal so eine Variation an gemischten Gameplays für euch bringen. Das möchte ich gerne mal machen und das Ganze könnt ihr auch machen. So. Jetzt kommen wir zu Hero Gameplay. Natürlich werdet ihr Obi-Wan nehmen. Ist doch ganz klar, dass der Held ist neu rausgekommen. Aber ich habe noch gleich einige Sachen, die ich erzählen muss. Denn das ist ein Lichtschwertheld. Man dachte, Obi-Wan wird ein defensiver Held, der wird langsam sein, der ist träge, der kann nicht so hochspringen und so weiter. Die ganzen, ja, Bad News, die, oder beziehungsweise schlechte Gerüchte, die ganzen Spekulationen, die über ihn rausgehauen wurden, sind nicht wahr, Leute. Der ist ein richtig aktiver, wendiger und schneller Held. Also ich feiere Obi-Wan ja richtig krass. Und so wie er sich spielen lässt, kann man natürlich auch vorrushen. Aber dennoch empfehle ich es euch nicht, einfach schnurstracks in die Mitte reinzulaufen mit Obi-Wan. Bis zum Ende, der ist ja schon mitten beim Ende. Da geht er schon fast außerhalb der Map rein, ne? Außerhalb der Zone. Und das ist natürlich nicht gut. Wenn jetzt alle Gegner da spawnen, alle auf ihn zukommen, dann ist er tot. Er muss aufpassen auf die Helden. Ich empfehle euch, nur meine persönliche Meinung, ich werde sowieso Obi-Wan spielen. Das werde ich auch machen, natürlich. Aber, falls ihr ein gutes Gameplay erreichen wollt, dann nimmt, zumindest in dieser Phase, keinen Lichtschwerthelden. Tatsächlich, ja, nimmt Han Solo, nimmt Leia, nimmt irgendwelche Helden, die eine Waffe haben. Das ist ganz gut. Lando kann ich euch auch empfehlen, falls ihr mit denen nicht so spielen könnt, okay. Aber ja. Wenn ihr ein Lichtschwerthelden nimmt, dann ist es ganz klar noch eine Schippe schneller, nämlich Luke Skywalker. Auf jeden Fall Skywalker, der ist richtig schnell und der ist so agil. Also mit Skywalker kann ich mir auch ein gutes Gameplay vorstellen, der kann auch gut wegrennen. So, was ist eigentlich das Problem mit Obi-Wan? Warum sollte man nicht nehmen? Ich sage nicht, dass man den nicht nehmen sollte. Ich finde nur, es sollte vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl sein oder wenn man halt was Gutes erwarten will. Also ein hohes Gameplay oder hohe Scores, dann sollte man vielleicht nicht Obi-Wan als erste oder Lichtschwertherrn als erste Wahl nehmen. Ansonsten natürlich, Lichtschwertherren sind ziemlich cool. So, die nächste Phase beginnt gleich. Der Sandsturm nimmt jetzt langsam hier, kommt langsam ans. Ja, in die Map rein, sag ich mal. So, ATTE-Action. Also, was ich euch wirklich empfehle, ist auf dieser Seite zumindest ATTE-Action. Ja, ich empfehle es euch, einfach hier rein in das Fahrzeug reinzugehen und dann halt die Gegner niederzumähen, auch zielorientiert zu spielen und das, ja, diesen Bereich hier zu säubern und das Ziel hier auch zu zerstören. Sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch ganz cool. Manche fahren mit einem Step rum, haben ein bisschen Spaß und das gehört dazu. Aber ich finde halt, ja, Fahrzeug-Gameplay ist ziemlich gefuckt in dieser zweiten Phase. Also erste Phase auf kurze Distanz. Infanterie-Action nimmt da die CA2, die Blurk, die SC-44C. Na gut, die Blurk müssen wir mal schauen, wie die ab morgen ist. Wisst ihr ja, was damit da passiert. Aber wie gesagt, in dieser Phase, ja, die Sniper, die EL-16 HFE oder halt Fahrzeuge. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr nicht auf dieser Seite seid, sondern auf der Seite der Separatisten. Geht ruhig ins Gap, spielt defensiv, aber lauft nicht mit dem Gap absolut rein. Ihr werdet zerstört von den ATTEs. Deswegen spielt ein bisschen defensiv. So haltet euch so ein bisschen zurück. Ja, ansonsten, falls zum allerersten Mal, das geht ja auch für mich, spielt, lauft nicht einfach direkt rein. Erkundet die Map. Schaut erstmal, okay, wo sind die Gegner, wo spawnen die, wo geht hier was ab, wo sind die Laufwege. So ein bisschen vorsichtig. Nicht immer Sprint-Taste gedrückt halten und einfach reinrennen. Da werdet ihr auch gesniped oder halt auch weggeholt von Fahrzeugen. Also ich empfehle es euch, so hinter euren Teammates so ein bisschen oder neben euren Teammates entlang zu rennen und nicht als erster gleich in die Offensive und dann reinzustürmen. Das nur nebenbei wollte ich mal anmerken, weil ich das vorhin, glaube ich, ja, ganz gut vergessen hatte, weil es eigentlich sehr wichtig ist. So, nächste Phase, Leute. Das Ganze ist so gut gemacht mit den Sandstürmen. Ich feiere das so hart, ne, das mit den Sandstürmen. Ich feiere das so krass, weil die haben das so gut hinbekommen, dass es nicht zu dicht ist, dass man gar nichts sieht. Es ist nicht zu wenig, dass die ganze Zeit gesniped wird, sondern es ist nicht eigentlich perfekt. Also finde ich zumindest meine Meinung, weil ihr seht es ja, man kann perfekt snipen, man kann auf lange Distanz mit einem Sniper gehen, EL oder EL-16 HFE, wie gesagt, mit der Angriffsklasse, die empfehle ich immer. Ansonsten, wie gesagt, man kann aber auch, das ist jetzt auch so eine persönliche Empfehlung von mir,
absolut mit der A82 CFE spielen, mit der Burst-Variante, Salvenmodus, und dann noch die Infiltration mitbringen, ja? Die EE4 einfach dann einpacken, weil die hat man ja eh schon. Und dann nimmt man die einfach mit und dann hat man eine Waffe für kurze Distanz und für mittlere Distanz bis lange Distanz hat man eigentlich gut alles eingepackt. Falls die Gegner zu weit weg sind für eure Waffen, dann könnt ihr natürlich in diesem Sandsturm das ausnutzen, außen rumlaufen, beziehungsweise euch ein bisschen so verstecken und immer Stück für Stück voranrennen. Da sind die Felsen da, die euch einfach so Deckung geben und immer Stück für Stück einfach weiterlaufen und immer, ja, einen Fuß nach dem anderen setzen und einfach weiterkommen. Und hier seht ihr es, man kann das ATTE entern, das ist natürlich richtig gut gemacht, ne? Also ich finde es gut, dass auch so viele Variationen bzw. so viele ATTEs am Start sind. Stellt euch mal vor, da wäre nur ein ATTE, da müsste man sich schon richtig streiten, da wäre ja Beef in den Lobbys am Start, das wäre ja nicht so schön. Deswegen ist das eigentlich ganz gut, dass es so gemacht worden ist. Wie gesagt, meine persönliche Empfehlung ist es hier dennoch andere Klassen außer der Offizierklasse. Natürlich spielen Leute gerne mit dem Geschütz des Offiziers, klar. Wenn ihr auf der Seite der Separatisten seid, dann denke ich mal, werden das viele machen. Ja, soll ich schon Tipps und Tricks auf der Seite machen? Nein, ich kümmere mich erstmal um das Gameplay. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er das Gameplay, also auf der anderen Seite des Separatisten-Gameplay, auch hochgeladen hatte. Ob das hier gezeigt wird, das weiß ich nicht. Deswegen werden wir das mal anschauen. Und da bin ich mal halt mega gespannt, wie das dann Ganze dann aussieht. Ja. Ja, Leute, ihr seht es, Vorrennen mit Teamkameraden ist halt das Beste, also die beste Alternative, was man hier machen kann, finde ich. Ne, immer aufpassen, wo die Gegner sind, immer schnelles Umsehen, das ist halt sehr wichtig. Natürlich gibt es den einen oder anderen guten Spieler, die halt auch sehr schnell treffen und dann halt, ja, manchmal ist man dann sofort dann tot. Achtet auch auf die Fahrzeuge, Step und so weiter natürlich, ne. So, diese Seite ist erstmal vorbei. Wie gesagt, wenn ihr im Fahrzeug da seid, fährt nicht gleich rein mit dem Fahrzeug ATTE, dann werdet ihr auch zerstört von den Gubs und von den ganzen Gegnern. Deswegen spielt ein bisschen defensiver mit ATTE, rennt nicht gleich rein und schießt auf das Ziel und dann so gewinnt ihr dann halt auch die Runde. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, ob er auch, ja genau, hat er noch hochgeladen. Ja, ich wollte eigentlich zu der einen Seite auch noch ein, ja, Tipps und Tricks Video machen. Ich kratze es mal hier an, weil ich glaube, er hat es nicht zu lang hochgeladen. Ich kann es nicht für Phase durchnehmen, aber als Bonus, wie gesagt, das ist ja auch so ein kleines Bonus, versuche ich mal die ersten Schritte auf dieser Seite zu machen. Denn ihr werdet natürlich auch ein Tipps und Tricks Video sehen von mir auf dieser Seite, auf der Seite der Separatisten auf Geonosis. Das sollte dazugehören, denn ein Tipps und Tricks Video kann man nicht einfach einzeln bringen. Man sollte alle Seiten beleuchten. Das finde ich halt sehr wichtig und vielleicht auch mal Tipps und Tricks geben, was man für Helden spielen kann. Also meine Meinung, wie gesagt, jetzt ist das, glaube ich, in der letzten Phase schon, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein, vorletzten Phase, es tut mir leid, es war, das sieht man es Fallback. Es war die vorletzte Phase, aber Sandsturm hat schon angefangen. Also Sandsturm beginnt halt zwischen der zweiten und dritten Phase, also kurz bevor das in die dritte Phase übergeht, geht der Sandsturm langsam los und dann nimmt das natürlich... Hier ist es, der Sandsturm ist komplett ausgebrochen und ja, sieht man es natürlich. Hier, Leute, übrigens, wenn der Sandsturm am Start ist, kann ich euch natürlich die Lichtschwerthellen empfehlen. Lauft rein mit den Lichtschwerthellen, seid vorsichtig, achtet so ein bisschen drauf, dass euch die Gegner nicht sofort sehen. Aber bitte, bitte, bitte drauf aufpassen, ihr seid auf der Karte, unten links, seid ihr ein dicker, fetter, roter Punkt. Ich weiß, dass es dem vielen nicht gefällt, dass man so knallhart angezeigt wird. Mir gefällt es auch nicht, also ich würde es zum Beispiel anders machen, dass man ab und zu angezeigt wird, ja, als leuchtender Punkt oder normaler Punkt oder irgendwie sowas. Oder halt kleinerer Punkt, das ist ja ziemlich fett groß und ja, na gut, ist nicht mein Ding, vielleicht ist es auch nicht euer Ding. Aber achtet drauf, weil die Gegner wissen das. Die sind nicht von gestern. Natürlich sind einige Leute neu dazugekommen zu Star Wars Battlefront 2, aber ihr müsst trotzdem drauf aufpassen, dass ihr nicht davon hin geholt werdet. Also, mit Lichtschwerthellen ein bisschen so defensiv spielen, wenn zu viele Gegner sind, natürlich wegrennen. Ihr kennt ja das Spiel, die Lichtschwert-Tipps und Tricks-Videos kann ich dann natürlich auch machen. Aber wie gesagt, ich finde halt, wenn Sandsturm am Start ist, kann man locker easy die Lichtschwerthellen auspacken, mit denen halt so ein bisschen reinrennen und die Gegner zerstören. Mit Grievous kann man das richtig gut machen, weil er diese Fähigkeit hat, die, mit der er sehr schnell ist. Ansonsten, wenn ihr Waffen-Heroes nehmen wollt, nehmt auf jeden Fall einen Versio, würde ich euch natürlich empfehlen. Imperator Palpatine, ich weiß es ja nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich ganz gut sein kann. Und durch diesen Sandsturm einfach hinweg schwebt und einfach dann wieder zurück bei sich im
Bereich ist, natürlich. Aber ja, Grievous gefällt mir irgendwie hier am meisten, weiß auch nicht. Natürlich, wenn die Bugs dann behoben sind, wird er natürlich sehr, sehr cool zu spielen sein. Also kann ich euch auch die Lichtschwerthelden ans Herz legen. Ich würde aber nicht unbedingt gleich als erste Wahl Vader nehmen. Vader ist eine Herausforderung auf dieser Map, finde ich. Wenn der Sandsturm nicht am Start ist, dann ist Vader ein bisschen schwierig. Ja, Leute. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich gehe mal wieder ins Hauptmenü, so quasi. Ja, das soll es gewesen sein. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, ob euch das Video gefallen hat. Vielleicht mache ich dann noch mehr Videos, falls euch das Video nicht gefallen hat. Daumen nach unten. Frage des Tages, Leute. Auf was seid ihr mehr gehypt? Auf die Map, auf den Helden, auf die Skins oder auf alles zusammen? Das ist eure Meinung. Ich bin mega gespannt. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich weiß gar nicht, wie ich die Nacht schlafen soll. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.